Es könnte, ja, könnte, könnte. Hätte, hätte, ne? Schokolade. It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum siebten Tag des Cheat-Experiments. Ich glaube, siebter oder achter. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber zum nächsten Cheat-Experiment-Tag. Gestern kam dieses Fenster, da stand drin, dass Leute gebannt wurden, die von mir reported wurden. Also wir haben einen ganz kleinen, aber feinen Strahl des Schönen entdeckt. Von uns reportete, wurden gebannt. Das ist schon mal was Schönes, würde ich sagen. Ganz toll. Klar haben die wahrscheinlich 40 neue Accounts jetzt gemacht, um weiter kacken zu können. Aber ein bisschen Huddel haben sie ja immerhin gehabt. Auf jeden Fall, ja, legen wir jetzt wieder los. Map-mäßig weiß ich gar nicht, was wir hier... Ich habe alles drin. Aha. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so und gehen einfach ran an den Speck. Ja, Counter-Strike, ich weiß. Weiß, ich spiele halt auch noch Untrusted noch oben drauf. Office ist es geworden. Na, da bin ich aber mal gespannt. Übrigens sollte ich jetzt mit Upload des Videos endlich wieder mehr Zeit haben hier für YouTube. Viele, die schon seit ein paar Jahren dabei sind, haben mitbekommen, dass ich extrem gesunken bin vom Ausstoß der Videos. Es gab, ich glaube, ein oder zwei Jahre, die aber schon ein bisschen her sind, in denen ich täglich Videos hochgeladen habe. Einfach ein, zwei Jahre durchgehend gehasselt. Und aktuell ist es, glaube ich, ein Video die Woche, was überhaupt nicht geplant ist oder war. Aber es ging einfach gerade nicht anders mit unserer Hochzeit und allem Pipapo. Wenn das Real Life zuschlägt, man kennt es ja, ne, dann rappelt es manchmal ordentlich im Karton. Aber wie gesagt, sobald das Video hochgeladen ist, ist bei mir eigentlich alles Große erstmal rum. Wir heiraten in zwei Tagen und das Video kommt wahrscheinlich in zwei oder drei Tagen online und dann ist eben alles, ne, in trockenen Tüchern und endlich wieder normal. Und dann kann ich endlich wieder reinschwitzen. Und es hier schön alles ausbauen. Die Streams haben zum Glück nicht gelitten. Bei den Streams habe ich sogar eher noch was draufgelegt, weil es halt einfacher ist. Ne? Wenn man keine Zeit hat für ein Video, kann man immerhin oder wenigstens 1, 2, 3 Stunden streamen und hat halt dann einfach, ne, was gemacht. Aber der Stream ist halt dann auch live, nur für die, die natürlich Zeit haben in dem Moment. Alle anderen können sich zwar im Nachhinein anschauen. Also die Streams kann man sich übrigens, für die, die es noch nicht wissen, auf meinem Twitch-Kanal, ich glaube, noch 3 Wochen im Nachhinein anschauen. Und dann sind sie aber weg. Können wir jetzt bitte mal anfangen? Ah, na also, endlich geht's los. Gerade eben joint der andere Dackel rein. Wir fangen bei Tier an. Das bedeutet ja im Normalfall, dass wir jetzt erstmal ein paar Runden holen können. Mal schauen, ob das geht mit dem Team. Und ob hier irgendjemand anhat. Im Womba habe ich ja nichts gemerkt. Hier schießen alle fröhlich vor sich hin. Keiner weiß jetzt, ob ich um die Ecke stehe oder nicht. Bis jetzt ist alles gut. So, mal gucken, ob das Team was sagt. Hallo, Team. Oh, hat der Wacho zu mir gesagt? Was will denn der jetzt von mir? Ich stelle mich jetzt einfach hier außen hin und warte. Nein. Hallo da. Alle. Hallo. Gut. Das waren jetzt, glaube ich, 100% Headshots. Kann das sein? Was nichts heißen muss. Hier bei Office kannst du sehr schön abaimen und hast halt gute Headshot-Positionen. Ich gehe mal vor. Ein weiterer Headshot, okay. Wir schauen mal, was die Jungs machen. Pass auf. Grün ist hier vorne abgesmoked, ist alles gut. Purple ist AFK. Da hinten ist jetzt hier schon was. Aber gut, der Headshot hat ein bisschen gedauert. Wir beobachten trotzdem mal weiter da oben die Anzeige. Da ist der erste Heady drin und schon wieder ein weiterer. Bis jetzt nur Headshots, also von beiden Teams. Bedenkt, dass wir hier wahrscheinlich nicht auf Global oder Supreme sind. Ah, guck mal, das war ein normaler Austausch auf Gold, würde ich sagen. Das war so ein Goldschuss-Abtausch. Ihr habt mich übrigens gefragt, ob ich die Spiele mir dann auch im Nachhinein nochmal anschaue. Also das habe ich bis jetzt bei einem Fall gemacht und zwar bei dem, in dem wir keine Hacker hatten. Das wollte ich dann nochmal überprüfen, ob das wirklich so ist oder ob das wirklich so gestimmt hat und der war tatsächlich so. Aber in Spielen, wo ich dann eh schon ein paar Leute habe, die ich report, bei mir wie auch bei den Gegnern, gehe ich dann nicht nochmal durch das Spiel durch und gucke, ob ich dann noch mehr daraus bannen kann. Also das ist alles eh unterste Schublade. Die fliegen so oder so dann raus. Ne? Das sind dann keine Legit-Hacks oder sowas, sondern irgendwelche Lackaffen, die halt meinen, sie drücken hier. Ja, also da wieder ordentlich viele Headshots. Jetzt kommt die wichtige, ich muss jetzt leider alle muten, das geht überhaupt nicht. Hier ist eh keine Info zu erwarten von den Dödeln. Ich gehe jetzt mit AWP auf Long rechts und schaue, ob ich da direkt erwartet werde. Beziehungsweise, wisst ihr was, ich piek sogar kurz rein, weil ich ein Assi bin. Ah, okay, ja. Also er riecht doch schon sehr, was abgeht. Oder ist ein Office-Veteran. Hier auch durch die Smoke der erste Headshot ziemlich gezielt mit der MAC-10. Ich gehe jetzt nochmal einen Ticken weiter vor, um ganz feste zu überprüfen, ob das nicht hier nur ein Pre-Aim-Spot ist. Ja, weil wenn ich hier vorne stehe, werde ich vielleicht nicht so sehr erwartet. Mitte ist was, der sieht mich, glaube ich, schon. Der hat mich nicht gesehen, okay. Hier ist eine AWP. Oh, ja, okay. Das war normal. Ich war ja eh gecallt. Oh, und da kommen auch schon die Teamkills an den Start. Ich dicker hier mal raus und
Du Scheiße. Es ist wirklich schwierig, weil Office eine Map ist, die ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie man hier, wie gut man hier eben predikten kann, ob da was kommt. Also er kommt jetzt von hinten ran. Sie können ihn längst hören und eigentlich auch schon so auf ihn reagieren. Ja. Wir betrachten jetzt auch auf jeden Fall mal die Einzelnen und gucken, wer da halt wie was macht, ne? Ja, komm, ich rush jetzt noch einmal. Einen Rush mache ich noch. Gehe ich hier vorne durch. Oh, okay, ja, also. Ja, pass auf, erste Einschätzung. Hier dieser Kush, ne, der macht mit der Scout ausschließlich Headshots. Der hat auf jeden Fall ein Aim Assist. Dann haben wir hier diese drei Mikro-Cars. Da analysieren wir gleich nochmal ein bisschen, was die so haben. Bei ihm wird es wohl auch noch zusätzlich ein Wallhack sein, aber das müssen wir noch confirmen. Aber auf der anderen Seite, bei sowas müsst ihr euch auch keinen Kopf machen, dann von wegen, drücke ich ihm das andere auch noch. Wenn ihr euch sicher seid, dass er zum Beispiel Aim Assist hat, dann wird er eh gebannt, wenn Aim Assist dich bestätigt. Das ist egal, aber dann noch zusätzlich Wallhack oder sowas, das ist wurscht. Ein Hack reicht, um permanent gebannt zu werden. So, da kommen alle. Und die sehen den da oben schon, alles klar. Oh, da wurde ich schon gesehen. Der, Mikrokas Ehetiana oder Jana oder sowas scheint keinen Warlock zu haben. Sonst, der hat mich auch nicht gesehen, so wie es aussieht. Also da haben wir einmal CSGO Kush. Ich würde sagen, es verdichtet sich bei ihm dann wirklich auf Only Aim Assist. Weil mit dem Warlock hätte er mich eigentlich gesehen, als er Mitte hochgegangen ist. Ja, Mr. Nuss weiß ziemlich genau, wo ich stehe. Wie gesagt, Vermutung Kush, Aim Assist. Bei ihm kein Wallhack. Bei Pi, bei Nuss vielleicht ein Wallhack. Und Pi, muss man mal gucken, der hat wohl gar nichts an. Und bei uns scheint auch niemand einen Cheat aktiviert zu haben oder anzuhaben. Hier ist irgendwie komplett tote Hose. Alle sind so ein bisschen abgefuckt über das, was hier passiert. Okay, da ist die, ja, da ist Kush mit seinem Aim. Also den können wir schon mal drücken, fest. Rapport, hey Making, zug mit. Da schon wieder, also er hat schon nochmal zwei Headshots gemacht. Ne? Kush wird auch gebannt werden, denke ich. Das ist sehr offensichtlich, was er da macht. Der ist weg. Ja, da der nächste Headshot. Mhm. Hätte ich mir vorhin gemerkt, wer wen hier erschießt, könnte ich natürlich auch noch auf Grief reporten. Ne? Bei den Gegnern, wenn die sich gegenseitig killen, ne, kannst du auf Grief und mit viel Glück kriegen die dann Grief-Bann. Aber das muss jetzt ja auch nicht zwingend sein. Ich bleibe bei der P90, um schnell durchrennen zu können. Ich will hier schnell durch. Ich hab's geschafft. Ich glaube, hier ist keiner. Ah, doch, ja. Der hat mich aber gehört. Also, er hat mich rennen gehört und ist stehen geblieben. Ich denke, bei Nuss ist es wahrscheinlich schwierig. Ich würde doch echt gerne diesen einen Wallhacker oder vermeintlichen Wallhacker einmal umrushen, wenn möglich. Das wäre schön. Weißt du, wenn man so ganz dreckig von der P90 geholt wird, ist es schon echt assi, oder? Okay, da steht Kush drin. Pass auf, glaubt ihr, der erwartet mich hier jetzt? Er weiß nicht, dass ich hier bin, eigentlich, oder? Vielleicht hat er mich vorhin gesehen. Ja, okay, das war auf jeden Fall dick pre-gefeiert. Kann gut möglich sein, dass er mich gesehen hat vorhin. Durchrennen. Muss aber auch nicht sein. Also, Zusammenfassung. Seht ihr die Maus überhaupt? Ihr seht die nicht, aber ihr kriegt ja diese Hinterlegung. Also, keine Hex, keine Hex, keine Hex, keine. 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 Weiß ich ja nicht genau. Weiß ich auch noch nicht genau. Aber wahrscheinlich halt dann Wall. Wahrscheinlich Wall. Und Kush Aim. Also bei die Mikrokäse-Leute wirken halt, wenn, dann alle eher wallig und nicht aimig. Ja. Also Pi, er hat vorgeschossen. Pi hat auf jeden Fall eben vorgeschossen. Also ich denke, ich tue den Jungs nichts Schlechtes, wenn ich sie alle auf Vision, also auf Wallhacking reporte, diese Mikrokäse-Leute. Ja, weil es bei ihnen allen doch stark danach aussieht. Und somit haben wir das alles geschafft. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal das eben nicht überspule. Ne, diese schöne Nachricht, du hast Leute gebannt. Wie gesagt, das hier ist auch mein Giveaway-Account. Ne? Also hier ziehe ich immer die Sachen drauf, die halt als nächstes in den Livestreams und so rausgehen. Richtig sweetes Teil übrigens. Mhm. Und darum habe ich den Account eben auch manchmal an, ohne dass ich es abfilme. Und somit habe ich halt gestern die Nachricht leider übersprungen. Aber ich sag's euch dann einfach, wenn jemand gebannt wird. Jetzt gehe ich nochmal in den Papierraum rein und warte da drin ab. Ich müsste eigentlich irgendwo stehen, wo sie mich nicht direkt... Wisst ihr, wo sie erst hinaimen müssen, um mich wirklich... Wir bleiben mal hier. Wenn sie gezielt hier reinrennen. Da kommt einer. Ja, moin. Ich habe jetzt schon ein paar gefragt, wie das so für mich ist, das hier zu machen. Eine Person gerade im letzten Video hat jemand geschrieben, ich gebe es mir richtig dreckig. Ja, also ich gebe mir es tatsächlich dreckig, aber in Form dieses Experiments... Hat er angemacht? Oh, hat der vielleicht angemacht? Nee. In Form dieses Experiments ist es nicht schlimm, weil ich mich in diese Testumgebung begebe und da
ist es dann für mich kein Spiel, auf das ich großen Wert lege, dass ich sage, ich will es gewinnen oder ähnliches, sondern ich bin hierfür da, um das herauszufinden, ne, ob da jemand hackt oder nicht und wie eben so die Spielereien vonstatten gehen können. Ich werde nach dem Match jetzt direkt noch eins für euch machen und das dann aber dementsprechend beides halt so zusammenschneiden, dass es dann nicht allzu lange ist. Ne? Das mache ich unter anderem, weil ich glaube, dass ich ein bisschen mehr auch mit dem Account spielen muss, um ihn halt nicht in die Inaktivität reinzudrücken und dadurch möglicherweise einfach nochmal einen schlechteren Trust zu bekommen, als den, den ich eh schon habe. Ja, mein Trust wird so oder so schon sehr grauselig sein hier auf dem Account, weil ich auch auf Untrusted spiele, ne? Oh. Aber das wird dann nochmal in einem extra Experiment ausarten, denn ich werde dann hier natürlich bis Prime machen, die Prime-Spiele machen und wenn wir genug Prime-Spiele gemacht haben, werde ich dann schauen, wie sich unsere Spielqualität verändert, wenn ich den Account aufwerte. Ich mache dann Spiele dazu, füge Freunde hinzu, gehe in Gruppen, mache Screenshots, schreibe Spielreviews, mache vielleicht einen Guide und so weiter, so wie auf meinem Main, um eben zu schauen, wie schnell wir da dann die Spielqualität heben können. Spiel Nummer 2. Hello Team. One smoke on A, one out. Immerhin. One down. Bomb is down on A. No, Leute. Leute, das läuft aber ganz schön an. Ey, macht das Bock mit der P2000 zu spielen? Du warst AFK. Me too. One down. Another one. Das sieht gar nicht so übel aus gerade. Das sieht wirklich nicht übel aus. Die Jungs sprechen. Ich muss jetzt halt Mitte spielen, was ich, naja, nicht so gerne mache, aber sonst läuft's. Wo schießen die denn hin? One on B. Die sagen nichts. Auf B. Die sterben einfach. One bench. Okay, one on side. Ah, fuck. Feines Fadenkreuz, der Herr. Es könnte, ja, könnte. Hätte, ne? Schokolade. Die hören sich wirklich vernünftig an. Das sind, weißt du, sobald auch wirklich jemand kommt, der halt dann Englisch spricht, auch wenn er es nicht gut kann, ist ja egal. Höchsten Respekt für die Person auf jeden Fall. Und man hört ja auf jeden Fall einen starken Dialekt bei den Jungs raus. Und trotzdem sprechen sie Englisch oder versuchen. Das ist ganz großes Lob. Ist auch sehr nice, dass die mir hier immer aufschießen. Wirklich toll. Er duckt sich. One is on mid. Könnte noch eine interessante Sache werden hier mit den Jungs. The other one is on side. He's down. Okay, gut. Ich guck mal, dass ich jetzt schnell hier hin kann. One mid. Got me. Kauft ihr schon wieder? Oh Mann. Weil wir halt echt gewinnen könnten, ne? Die hacken nicht. Könnten ja wirklich was reißen, aber sie forcen durchgehend durch. Keiner kommt, wenn wir die Bombe haben. Was sagt er? Go kick green? Why? Hey, ist der dumm? Das ist Wahnsinn. Weißt du, auf der Elo. Die Leute, die... He's really ruining the game. Sagt der, die ganze Zeit einkauft, Alter. What the fuck? Schlimm ist ja auch, dass dieses Denken, dass Kills gleich Skill wären, sich aber bei manchen auch echt noch hält. Bis, ne, am Anfang versteht man es ja bei den Doofnasen, die halt keine Ahnung vom Spiel haben. Die sagen dann, ich habe einen Kill, du hast gar keinen, ich bin viel besser als du, ey. Normalerweise legt man das ja dann ab irgendwann, ne, und weiß, wie die Verteilung ist und, ne, dass es gegnerabhängig ist, wie die Spiele laufen und so weiter, wo man steht und pipapo. Aber gerade hier, wo ja eigentlich alle sehr schlecht sind, wird dann nochmal unter den Schlechten gepimmelt, dass einer sehr schlecht wäre. Meister, er spielt wie eine kleine Kartoffel. Und kriegt die Gegner halt die ganze Zeit, weil sie ihn nicht angucken und glaubt, er ist gut. Und das merken die dann gar nicht, dass sie halt nur diese Kills haben, weil die Gegner bei ihnen den Kopf ausschalten und bei dem Rest halt irgendwie Insta-Headshot drücken. What? Ja, what? Weißt du jetzt, hat er mal einen Gegner getroffen, der zurückschießt und er... What? Ja, du kleiner Dödel, so ist es im wahre Leben. Naja, komm, wir haben immerhin keinen Hacker im Spiel, was bombastisch ist für unser Experiment. Aber leider halt auch kein Team, das irgendwas macht. Ne? Also die gehen einzeln rein, sterben, holen sich ihre kleinen Lucky Kills, aber machen halt nichts, um die Runde voranzubringen. Both down. He's Jungle. Ich habe von meinem Mate richtig Damage gefressen. Ne? 42 in meinen Head. Eigentlich sollte Blau ihm helfen. Und er sollte halt auch mal sagen, der kommt. Ne? Also das ist natürlich dumm. Sehr schön. Team-Taktiken müssen sie halt noch lernen und auch vor allem die Economy, ne, haben sie gleich null drauf, leider. Der bringt ja noch nicht mal der Entry irgendwas, weil sie ja gar nicht draufkommen. Also mitkommen, meine ich. Hero. Yes. Wait, you don't kick him. It's your friend? No. Why you don't kick him? He's ruining the game. No, I think you're ruining the game. With this attitude. One is still window right side. I'm coming from mid. Shot is down. Nice. Ja, am Bot hätte das bestimmt besser gemacht. Das ist ein Dummkopf, Alter. Und wisst ihr, wozu diese Leute dann mutieren, wenn sie... Nice. Wenn sie dann weiter vorankommen,
das sind dann die Leute, die in jedem Spiel einen Hacker sehen, in dem jemand ist, der besser ist als sie, weil sie glauben, sie sind Top-Tier. Und wenn jemand sie erschießt, dann kann es nur sein, dass es ein Hacker ist. Ne? Solche Leute, die schon am Anfang an sagen, den müssen wir kicken, der ist schlecht, ich bin der König hier und so, die werden dann zur richtigen Magni. One is down mid. Maybe one. Nice. Another one. Das war ein Double Kill, ne, von ihm auf Mitte. Guck mal, wie grün jetzt aus sich rauskommt, wenn man ihm nur gut zuspricht. Und wenn man dem anderen sagt, dass es scheiße ist, was er macht. Nice. Na also, es geht doch, Alter. Es geht doch. Try to plant. I got you. Nice. Es geht doch, Kinderlein. Es geht doch. Hoffentlich ist es für ihn auch so eine kleine Lehre, dass die Frags einfach überhaupt nicht wichtig sind. Wenn man als Team gescheit spielt und die Stimmung stimmt, Männer, dann kann man auch aus jemandem, der gerade nicht so gut drückt, richtig was rausholen, wenn man ihm gut zuspricht. Dagegen gehen, negativ, bringt immer nur noch mehr schlecht. He's down. Both, we should go A. We should go A, guys. Okay, jetzt ist er drauf. Jetzt ist er drauf. Jetzt wissen sie alle. Jetzt müssen sie Gas geben. Ja, das ist ein guter Plan. Hier schnell die Smoke. Oh, 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 Vorsicht. Nice. Wir brauchen den Bottle. Das ist gerade wirklich, das ist gerade hier einfach absolut insane. Was das für ein Riesenunterschied ist, oder? Wenn das gesamte Team einfach mitspielt. Jetzt wollt ihr nicht schon wieder. Okay, aber okay. Gut, wenn du meinst. Das halte ich jetzt langsam für Wahnsinn. He's down, he's down. I think the rest is clear. Ich würde ihn jetzt gerne kicken. Kurz vor dem Win ihn einfach rauskicken, den kleinen. Alter. Also der hat einfach den Schuss nicht gehört, der König. Wisst ihr, wer einen Daumen nach oben bekommt? Ja, Grüne. Bekommt alles, was er kriegen kann von mir. Press F bekommt auch, weil er freundlich war und der andere hat auch nichts Negatives gesagt. Aber der Lauch bekommt gar nichts. Das war doch jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis für diesen Tag noch, oder? Erstmal ein Game mit 3 Hackern und dann eins ohne. Und sogar mit hinnehmbaren Mates, bis auf den einen halt. Das war jetzt wirklich nice. Endlich wieder ein Spiel, in dem wir keine Hacker haben. Ich schaue da selbst noch mal rein, aber ich würde sagen, da war überhaupt nichts Auffälliges, oder? Da war nichts. Wenn da jetzt jemand mit dem lupenreinsten Legend Hack gespielt hat bei den Feinden, sowas kann ich nicht sehen, ne? Aber ja, nach sowas suchen wir hier auch nicht, weil das werden wir nie finden. Selbst im Overwatch siehst du das nicht, ob jemand einen perfekten, ultimativ krassen Legend Hardcore-Wurst Kack-Hack hat. Ach so, der letzte Giveaway-Gewinner, warte mal, vom letzten Video, stopp, hey! Wir haben doch hier in der Reihe Giveaways in den Kommentaren immer, Mensch, ich alter Dackel. Jetzt habe ich das hier voll vergessen. Also normalerweise reden wir halt über irgendein Thema. Ja, passt auf, folgendes Thema, an dem man mit einem Kommentar teilnehmen muss, um am Giveaway mitmachen zu können. Wie findet ihr das, dieses Verhalten, wenn einfach jemand anderen kicken will, nur weil er schlechter spielt? Ich spreche jetzt hier nicht von Grief. Einfach nur, weil derjenige halt gerade kein gutes Spiel hat. Findet ihr das überassi oder nur ein bisschen assi? Oder sogar gerechtfertigt? Schreibt es einfach mit in euren Kommentar und dann seid ihr mit in dem zufälligen Skin-Giveaway am Start. So, passt auf, hier. Rosa, wir holen uns die Kommentare und hasseln rein. Elli, Alter, Elli, hopp. Das ist mir auch lang gedauert. Quintnis, du hast gewonnen und ich hoffe ganz fest, dass du ausschließlich Hacker vs. Hacker spielst und nicht im letzten Ding hackst. Ne? Läuft, aber du hast ja somit das auch bestätigt, ne? Also, achso, ihr habt die Kommentare gar nicht gesehen. Sorry. Ich glaube nicht, dass nur Jüngere hacken. Viele Leute, mit denen ich Hacker vs. Hacker spiele, sind über 18 bzw. älter als ich. 14. Ja gut, damit bestätigst du aber schon halt, dass eher die Jüngeren hacken. Weil ich habe ja gesagt, alles unter 25 ist jung und alles über 25 ist alt, ne? Und da haben wir die Grenze gezogen. Und wenn du und 18-Jährige hacken, dann stimmt das ja beides für die Jüngeren. Gut, also ZJQNIS, du hast gewonnen. Schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich nach deinem Trade-Link fragen. Aber erst dann. Bitte nicht sofort ein Trade-Link schreiben. Erst wenn ich dich dann daraufhin gefragt habe. Ich werde einfach eine Antwort auf deinen Kommentar schreiben. Also dann jetzt, vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare, Likes, ihr wisst, wie der Hase läuft. Dankeschön dafür, richtig edel. Gruß und Kuss an die Patreons und meine Kanalmitglieder. Ihr seid wirklich the backbone of this. Also was YouTube angeht, auf jeden Fall. Und hier auch einfach so ein Side-Gruß an alle Twitch-Abonnenten. Hallöchen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Later.